Moin und hallo, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich nutze schon wieder die Zeit und bin draußen unterwegs. Diesmal auch wieder ein Wanderweg vom Tourismusverband Holsteinische Schweiz. Heute soll es gehen um den Dieksee. Der Dieksee, wie schon gesagt, liegt in der Holsteinischen Schweiz und ist ungefähr 386 Hektar groß. Und an seiner tiefsten Stelle 38 Meter. Der Wanderweg wird ungefähr 11 Kilometer lang sein. Wobei ich musste mir zum Anfang noch eine neue Option für einen Parkplatz aussuchen. Eigentlich wollte ich wieder den Parkplatz anlaufen in Malente am Bahnhof, aber der war wegen der Urlaubszeit natürlich überfüllt, weil er ja auch kostenlos ist und ideal für Pendler nach Lübeck oder nach Kiel rein ist. Ich bin hier in Niederkleewetz, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Dort habe ich einen Parkplatz gefunden am hiesigen Tierfriedhof. Ja, das Wetter spielt ja mit. Es sollen heute bis zu 25 Grad werden, aber die Luft ist schon sehr gewitterlastig. Mal sehen, ob heute noch was runterkommt. Eigentlich soll nichts passieren, aber schauen wir mal. Ich nehme euch mal mit um den Dieksee und seid gespannt, was ich hier so erlebe und was ich euch so zeigen kann. Ich dachte eigentlich, das wird eine schöne, beschauliche Wanderung hier rund um den Dieksee. Aber ich bin hier auf eine Nebenstraße. Ich dachte zumindest, es ist eine Nebenstraße. Das kristallisiert sich hier aber raus, dass es wohl hier Touristenfernstraße ist. Also es kommen hier Radfahrer vorbei, Urlauber mit Autos und ich bin dann auch noch mittendrin. Ich hoffe mal, dass sich das noch ändern wird und ich auch hier von der Straße, also von dem Asphalt, runterkomme. Heute folge ich der weiß-blauen-weißen Markierung und auch diesen Weg teste ich wieder für den Tourismusverband Holsteinische Schweiz. Ich hatte es ja schon mal im letzten Video gesagt, dass ich dafür einen Fragebogen ausfülle. Und dann auch zum Beispiel beurteile, wie sind die Rastplätze an dem Ort oder wie die Ausschilderung ist. Ich habe einen kleinen Mann im Ohr von Komoot. Dort habe ich die GPS-Daten drauf gemacht. Darum tracke ich die Strecke auch und stelle sie euch natürlich zur Verfügung. Aber ich will hauptsächlich schauen, dass auch die Markierungen richtig ausgeschildert sind und ich hauptsächlich danach laufe. Aber mal sehen, wie dicht ran auch die GPS-Daten kommen. Aber wie gesagt, der Parkplatz gehört nicht zu der Runde, den ich angelaufen bin, sondern eher der Parkplatz am Bahnhof in Malente. Aber wenn ihr wie ich auch in der Hauptsaison unterwegs seid, würde ich euch vorschlagen, den Parkplatz hier am Tierfriedhof eher zu nutzen, weil dort findet ihr doch eher Platz. Hier schon mal ein Blick auf den Dieksee. Verbunden mit einem kleinen Kanal ist er mit dem Belasee. Ein kleiner Tipp. Für mich am Rande hier aus der Region in Malente könnt ihr auch eine Schiffstour machen, die sogenannte Fünf-Seen-Fahrt. Dort könnt ihr mit einem Ausflugsdampfer hier die fünf Seen befahren. Ist sehr schön und kann man ruhig mal machen, wenn man ganz entspannt im Urlaub unterwegs sein möchte. Auch für euch Wassersportler unter euch ist das hier wirklich empfehlenswert.
Es ist eine super schöne Natur, wo man definitiv Erholung tanken kann. So, ich werde mal jetzt wieder mal Fußweg benutzen und komme mal runter von der Straße. Also man merkt hier ganz genau, dass es hier touristisch sehr belebt ist, weil bis jetzt so viele Rastplätze habe ich bis jetzt noch auf keinen Wanderweg gehabt. Also grob alle 500 Meter, wenn nicht sogar weniger, ist immer so eine Doppelbank oder eine einfache Bank, wo man sich mal hinsetzen kann und ausruhen. Na okay. Malente ist ja auch bekannt durch seine Kurkliniken und da sind doch hier auch eine Menge Menschen unterwegs, die sich hier erholen wollen und auch schon etwas älteren Semester. Und da muss man schon mal ein paar mehr Rastplätze einplanen. Also ab und zu mal sind die Markierungen etwas irreführend oder es wurden vielleicht auch Markierungen abgemacht, aber oben bei der Bushaltestelle war die Markierung eigentlich in diese Richtung rein in den Wald und ich habe gehört auf das GPS und da führt mich der Weg hier entlang. Das war auch so richtig, das habt ihr ja gerade an der Markierung gesehen. Also sollte man sich entweder eine Wanderkarte mitnehmen, Komoot laufen lassen, wo man von der holsteinischen Schweiz Seite den Track per GPS runterladen kann. Und das unterstützt dann halt auch den richtigen Weg zu finden. Man muss natürlich wieder aufpassen hier auf die Radfahrer. Die kommen teilweise runtergebrettert und sie haben mal wieder keine Klingeln. Ich habe einen Ohrwurm drin, also einen Kopfhörer. Und wenn ich dann so einfach mal so mal nach links schlenkere, renne ich den voll ins Rad rein. Ja, man kann noch mal ein bisschen Acht geben auf die Leute. Aber jetzt Meckermodus aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, da im Hintergrund, hier an der Strecke bin ich schon mal entlang gelaufen, weil da bin ich von dort hinten gekommen. Da bin ich hier schon mal lang gewandert, also jetzt schließt sich hier so ein bisschen der Kreis, weil ich glaube, diese Strecke werde ich schon mal kennen. Der führt dann halt nach Malente rein, aber da gehen wir natürlich noch weiter zum Auto. Das entsprechende Video, wo ich hier schon mal vorbeigekommen bin, an dem Bushcraft Prepper Gelände, werde ich euch natürlich oben verlinken oder ihr schaut mal in meine Playliste über die Wanderung in Schleswig-Holstein oder allgemein Wanderung. Also an diesem Aussichtspunkt war ich auch schon bei der Tour. Dort hatte sich aber damals jemand häuslich niedergelassen. Mal sehen, ob ich jetzt einen Blick mehr in die Weite schweifen lassen kann und euch auch mal ein bisschen die Vogelbeobachtungshütte zu zeigen. Also Vögel kann man hier vielleicht auch beobachten, aber eine reine Vogelbeobachtungshütte ist es nicht. Ich kann euch aber mal die Karte zeigen, wo ich rumlaufe. Hier unten ungefähr steht mein Auto. Ach, da ist das Friedhofssymbol, da steht mein Auto. Hier bin ich schon rumgegangen und dort
Und dort bin ich jetzt. Ich laufe natürlich jetzt noch mal durch Mahlente, Grimsmühlen, hier hoffentlich auch weiter unten am See entlang. Das wird wohl schöner und dann bin ich wieder zurück. Ich hatte ja noch was erzählt vorhin über die Fünf-Seen-Fahrt. Also Startpunkt, also Hauptstartpunkt ist hier Grimsmühl, Bad Mahlente. Die beiden Gemeinden gehören zusammen, deswegen heißt das hier Grimsmühlen, Bad Mahlente oder auch andersrum. Man fährt hier, also hier steht es auch, Fünf-Seen-Fahrt durch den Dieksee in den Langensee. Hier habe ich euch das ungefähr gezeigt. Also wir haben vorhin rüber geschaut über den Langensee in den Belasee. Das ist der dritte. Dann geht es in den Höftsee und in den Edebergsee. Man hat auch immer wieder Einstiegsmöglichkeiten, wie hier zum Beispiel am Edenbergsee, oder man kann aussteigen, um in Fegetasche eine Fahrt über den Plönersee zu machen. Und hier zum Beispiel auch zwischen dem Dieksee und dem Langensee gibt es auch eine Einstiegsstelle auf den Ausflugsdampfer. Das war genau an der Brücke, wo ich euch das gezeigt hatte. Hier jetzt mein Standort ist, sollte ich wohl die Hälfte hinter mir haben. Und man kann doch auch hier wirklich mal eine gute Rast einlegen und einfach mal die Natur auf sich wirken lassen. Weil hinter mir hat man einen schönen Blick auf den Dieksee. Wenn nicht gerade hier ein Zug vorbeikommt, der hinter den Hecken ungefähr entlang fährt, da sollte man vielleicht die Schienen erkennen, dann ist es hier wohl auch angenehm ruhig. Ich hoffe, das kann man erkennen. Da steht Hermannshöhe. Und das wäre doch der richtige Rastplatz für mich. Da oben zwischen den Bäumen ist sogar noch ein Aussichtspunkt. Das ist der Holzbergturm. Mal sehen, vielleicht werde ich da heute Nachmittag noch hin, wenn ich Zeit habe, bevor ich nach Hause fahre. Hier bin ich auch wieder an der Quelle der gebrochenen Herzen. Da gibt es aber auch wieder einen sehr schönen Rastplatz. Wobei, diese Bank ist auch so langsam in die Jahre gekommen. Und man kann natürlich hier auch noch eine Kneippkur machen. Boah. Aber an dem Schild mit dem Hinweis auf die Quelle der gebrochenen Herzen, es ist hier kein Trinkwasser. Diese Bank kommt mir auch bekannt vor, weil ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, dass ich auf diesem Teilstück schon mal unterwegs war. Und dort habe ich das Video dazu beendet. Und wie gesagt, schaut mal in meine Playliste. Dort werdet ihr das Video dazu finden, wo ich dann auch angegeben habe, den Parkplatz am Bahnhof, der natürlich in der Nebensaison besser ist, um dort einen Parkplatz zu finden. Heute hatte ich ein bisschen Pech. Darum wird hier das Video nicht beendet. Ich gehe noch ein bisschen weiter, bis ich bei meinem Auto bin. Hier kann man dann auch noch durchs Wildgehege von Mahlente gehen. Hier sind die Öffnungszeiten, also vom 15. April bis zum 15. Oktober, von 8 Uhr bis 22 Uhr und vom 16. Oktober bis 14. April von 8 bis 18 Uhr. Und wer gerne eine Rast machen möchte, da oben durch die Bäume durch ist noch ein schöner Rastplatz mit Papierkorb. Übrigens, die meisten größeren Rastplätze hier, wo auch so eine Doppelbänke sind, haben immer einen Papierkorb. Das ist sehr schön und gefällt mir. Das ist nicht so das schönste Gebäude hier in Mahlente. Und wenn es immer noch eine Kurklinik ist, da möchte ich keine Kur machen.
aber das sieht eher aus, ob das ein Flüchtlingsheim ist. Ich schau mal, was da drin ist und schreibe es euch unten rein. Also es hat sich bewahrheitet, das letzte Drittel ist sehr schön. Also die Diekseepromenade war schon klasse, auch wenn das nicht so voll ist, von Touristen überfüllt. Aber hier im Wald, direkt am Ufer des Dieksees, ist es doch noch viel schöner. Und ihr habt natürlich wieder gesehen, dass es hier ein Kurort ist, durch die Kneippanlage, die man auf eigene Gefahr benutzen kann. So viel habe ich, glaube ich, nicht mehr auf die Uhr und wir sehen uns gleich noch mal zum Abschlussgespräch. Ich habe mir mal hier einen kleinen niedlichen Rastplatz ausgesucht mit der kleinen Bank hier. Dort möchte ich ein kleines Fazit zu dem Wanderweg hier um den Dieksee geben. Also der erste Teil war leider nicht so schön, weil dort ging es doch relativ viel auf der Straße, an der Straße oder auf Gehwegen entlang. Wobei die Orte waren eigentlich schön, typisch für die Gegend hier, auch alte Karten, die mit Red gedeckt sind. Aber den zweiten Teil, ab dem Moment, wo wir in der kleinen Gartenkolonie abgebogen sind zur Quelle der gebrochenen Herzen, dort wurde es eigentlich richtig schön. Die Promenade in Malente, Germsmühlen hat mir gefallen. Also da kann man auch gut eine Rast einlegen, weil dort gibt es doch einiges an Restauration, wo man was essen kann und trinken kann. Und hier der Weg durch den Wald und am Dieksee direkt entlang war wunderschön. Die Strecke war jetzt etwas über 11 Kilometer. Die genaue Zahl schreibe ich euch mal jetzt hier unten rein. Und wie gesagt, diese Strecke habe ich von dem Tourismusverband Holsteinische Schweiz. Diese Seite verlinke ich euch natürlich unten wieder in der Beschreibung, weil dort gibt es noch mehr Wanderwege zu finden, auch mit den GPS-Daten. Die Beschilderung, da müsste noch etwas nachgebessert werden, weil ab und zu musste ich doch denn auf meinem kleinen Mann im Ohr hören und der zeigte mir dann den richtigen Weg, weil dort entweder Schilder fehlten oder entfernt wurden, weil so an manchen Laternenmästen hat man nur noch die Überreste der Klebestreifen gesehen. Das soll es denn auch gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Es sind jetzt nur noch ungefähr 1 Kilometer bis zu meinem Auto. Vielleicht schalte ich noch mal ganz kurz ein von dem Aussichtsturm, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Wer natürlich neu ist hier auf meinem Kanal, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und wie gesagt, liken und kommentieren gerne. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.
ihr seht, nutze ich noch die Zeit und kletter mal auf den Aussichtsturm hoch. Ich hoffe mal, dass der nicht so schlimm ist, weil ich habe ein bisschen Höhenangst. Ein sehr spannendes Schild. Wenn man hier mit dem LKW hochfährt, kippt man denn um? So, ich habe mal den Holzbergturm erklommen. Der Holzberg allein ist 90 Meter hoch und der Turm nochmal 30 Meter hoch. Hier hat man natürlich einen sehr schönen Blick in die Gegend. Übrigens, jetzt muss ich mal überlegen, dort ist der Dieksee, dort wo ich rumgewandert bin. Ja, ich lasse euch noch mal ein paar Eindrücke da und dann ist es wirklich hier für dieses Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und euch das hier gefallen hat, liken, kommentieren und natürlich abonnieren. Und jetzt heißt es wirklich Tschüss!